Anwesen, Herr Hawkins. Ich erreichte endlich die Stufen zum ersten Stock des Riverside-Instituts, aber auf dem Weg habe ich schon gelesen. Die Sanders und die Sarah Hawkins. Die Sanders und die Sarah Hawkins. Was ist das denn für eine Übersetzung? Die Sanders und Sarah Hawkins standen sich nahe, ganz ohne Zweifel. Die Witwe hat mir nicht alles erzählt. Ihr Haus dagegen spricht Bände. Alles begann mit Francis Sanders Besessenheit, mit dem Schlurfer, einem auf mehr als eine Weise herausragenden Gewählte. Ich habe doch noch gar nicht mit der Witwe gesprochen. Francis Sanders war angeblich ein anerkannter Kunstsammler. Ich muss seine Witwe Sanders befragen, um mehr über seine Verbindung zu Sarah Hawkins zu erfahren und die Identität des Besuchers vor seinem Tod zu erlüften. Dr. Fuller, 52, ist Oberarzt im Riverside-Institut. Dr. Fuller ist der unangefochtene Kopf des Riverside-Instituts und Herr der Kellergewölbe, in denen er verbotene Experimente an seinen Patienten durchführt. Ich weiß nicht, was er mit mir angestellt hat, aber nach meinem Unfall beim Einsturz der Tunnel unter dem Anwesen der Hawkins sollte ich nicht schon wieder auf den Beinen sein. Sollte ich... Ja, das ist doch das, was ich gesagt habe. Das funktioniert überhaupt nicht nach diesem Einsturz. Der Mann sagt das, was ich denke. Das ist krass. Dieser Mann ist gefährlich und ich könnte schwören, dass er mehr als über die Vorgänge hier weiß, was er erzählen möchte. Ja. Der ist wenigstens, was ich immer sagen muss, egal wie fantasiereich dieses Spiel ist und egal wie es irgendwie versucht, die Geschichte zu drehen, dass sie spannend ist und irgendwie irgendwas, was sie, glaube ich, wie ich finde, ich weiß nicht, ich bin einfach zu begeistert, mir gefällt es halt einfach, muss ich sagen, die Fragen, die ich mir stelle, stellt er sich auch. Meistens. Und das finde ich gut. Sie sagen nicht einfach, auch okay, der ist da runtergestürzt. Da hat sich die Beine gebrochen und dann wird es ihm schon wieder gut gehen. Nach 2 Tagen, so wird keiner hinterfragen. Aber ich hinterfrage es. Und er auch. Finde ich gut. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. Sie kommt mir halt sehr vernünftig vor, aber ich falle immer auf Frauen rein. Das ist ein typisches Ding von mir. Was? The other night's events are still confused in my head. Ja, ich doch auch nicht. Okay. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. Gut, dann gehen wir mal raus. Ich kann jetzt eh nirgendwo hin. Kapitel 6. Wohnsitz der Sanders. Pierce, Colton und Bradley beschlossen, den Fall Sarah Hawkins gemeinsam zu lösen. Das finde ich toll, so ein bisschen, weißt du, sonst bist du immer der einsame Rächer, aber im Moment sind wir vielleicht auch zusammen ein Team. Das finde ich schön. Sie haben eine neue Spur, der sie nachgehen. Francis Sanders, ein Kunstsammler und Freund der Malerin, der direkt vor Pierce starb. Der Detektiv geht zu dessen Haus, um mit seiner Witwe über den Schlurfer zu sprechen, den der Mann vor seinem Tod erwähnt. Ach, ich gehe doch alleine hin. Ich dachte, wir gehen doch zusammen. Okay, alles klar. Die haben ein schönes Gebäude. Tolle Villa. Wunderschön. Super. Hey. Gut. Gucken wir mal. Gerade, wie lange bin ich denn jetzt eigentlich dran? Warte mal, ich fange mal 5 Minuten. Okay, ein bisschen zu. Dann würde ich auch bald. Ja. Gucken wir mal. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders? I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. You know each other? We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death? Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Sie benimmt sich, als wäre sie die Chefin, ne? Und nicht, als wäre das Irene Sanders Haus. Ja, ich will Adler sagen. Das ist das May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday. Okay. I met him at the hospital.
He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger. We're able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Sie müssen sich nicht schuldig fühlen. Sie nehmen es ziemlich gefasst, aber das stimmt tatsächlich, aber sie hat ihn halt auch eingeliefert. Sie wusste wahrscheinlich, dass was Schlimmes passiert. Ich war nicht mehr da, als es passierte. Er starb schreiend, direkt vor meinen Augen und da schmerzt. Ich mach das Psychologische. What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Das ist jetzt fies. Tut mir leid, aber ich hatte nichts damit zu tun. Wieso muss ich mich rechtfertigen? Der wahre Schuldige ist Fuller. Ich habe ihn nicht dorthin geschickt. Ja, wenn ich das verkacke, ist scheiße, ne? Der wahre Schuldige ist Fuller. Ich will ihn ja nicht. Aber irgendwie schon. Ich meine, ich habe es ja gesehen. Ich habe ihn nicht dorthin geschickt, würde bedeuten, sie hat ihn ja hingeschickt, von daher. Ich nehme Fuller. Ich will ja nicht selber irgendwie jetzt. Ich will ja mit ihr reden. Wenn wir einen gemeinsamen Feind haben, ist es vielleicht besser. Und ich meine, Fuller hat mir zwar irgendwie das Leben gerettet, aber wie gesagt, dadurch, dass ich da in den Steinen oder unter den Steinen war und dann da aufgewacht bin und jetzt gehen kann, ohne dass ich irgendwelche Schmerzen habe, ich diese komischen Sachen gesehen habe, er gesagt habe, was für eine Versuchsperson, und ich gesehen habe, wie er Sanders quasi da festgeschnallt hat und alles Mögliche und irgendwie gesagt hat, hier, ne, von wegen... Entschuldigung. Ich rieche mich schon auf, das ist wahnsinnig. So ask Fuller, he's the eminent doctor. But I would caution you, you'll find his treatments more terrifying than the illnesses he sets out to cure. That churl no longer takes the trouble to receive me. He sends his secretary to tell me that I cannot see Francis. Me, his own widow. He must think that I am a terrible wife for having abandoned him in such a way. But I only wanted what was best for him. I'm not here to condemn you, Mrs. Sanders. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Also ich jetzt nicht verstehe, warum entscheidet gerade jede meiner Antworten mein Schicksal? Ist jetzt Fuller gegen mich? Sie für mich? Ich meine, sie hat ja das immer quasi gesagt, was ich gesagt habe und hat es irgendwie bestätigt oder hat es sich gut gefühlt dafür oder damit. Deshalb wirken die Antworten, die ich gegeben habe, die richtigen. Aber ist es das, was das Spiel mir das erschwert oder was es mir einfacher macht? Oder gibt es überhaupt verschiedene Enden? Entschuldigung, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt verschiedene Enden gibt. Also Enden mit D, nicht mit T. Was tut Cat hier? Hier schulde ich ja auch noch was, ne? How do you know her? My business with Miss Baker is private, Mr. Pierce. But you do know what kind of business Miss Baker is in, don't you? I am no fool. Please believe that much at least. Aber ich bin ein private investigator. Woher kennen Sie Sarah Hawkins? How did you come to meet Sarah Hawkins? We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and her sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms.
Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you are so eager to see it, I would urge you to make the most of your visit. Because I count on ridding myself of that thing as soon as I can. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Neues Ziel. Okay. Ich habe auch einen Punkt bekommen. Wo habe ich denn angefangen? Hier. Entdeckung. Okay. So. Bestätigen. Ja. Darkwater. Personen. Es ist eindeutig, dass Sarah Hawkins für den Tod ihres Mannes verantwortlich macht. Dass sie, also Irene, 41, absolut nicht berufstätig, die den Tod verantwortlich macht. Unverständlich ist aber Irene Sanders' Mischung aus Trauer und Gefühlslosigkeit. Sie scheint ihren Mann schon lange vor seinem grausamen Tod im Gewölb des Riverside Instituts aufgegeben zu haben. Ja. Darf ich denn fremde Briefe lesen? Ja, wie geil ist das denn? Die hat auch ein Klavier. Oh, what the fuck, kann ich hier spielen? Kann ich hier irgendwas Bestimmtes spielen und dann öffnet sich ein Geheimgang? Das gab es mal bei Baldur's Gate oder so. Gut, das ist ein komplett anderes Genre, aber okay. Ich gucke mir erstmal das Foto an. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Ah, das ist das Gemälde. Ein Foto ist Sarah Hawkins neben Sanders. Sie müssen sich wohl nahestehen. Ist das das Bild? Neue Hinweise gemerkt zur Rekonstruktion einer Szene halte. Will ich doch noch gar nicht. Lass mich erstmal hier gucken. Did she really care for him after all? Ablehnungsschreiben. Sehr geehrte Dame, ich bestätige den Empfang Ihres Schreibens, indem Sie den Leichnam Ihres verstorbenen Mannes verlangen. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich Ihnen seinen Leichnam nicht aushändigen kann. Bei seiner Einweisung unterzeichneten Sie eine Einverständniserklärung, die mir erlaubt, den Körper nach eigenem Ermessen zu beseitigen. What the fuck? Ich möchte Ihnen mein tiefstes Beileid aussprechen, Thomas Fuller. Scheiße. Spaß. Es klingt halt auch noch relativ gut, ne? Oder? Ich finde, das klingt viel besser, als wenn ich das bei State of Mind spiele, Klavier. Es gibt halt nur 4 Tasten für mich, ist viel besser. Ich dachte, es gibt eine Errungenschaft oder so, alles klar, dann halt nicht. Okay. Wir gucken, wir machen das gleich. Ich weiß jetzt nicht. Errungenschaft freigeschaltet, alles Könner. Ja, geil. Was? Was ist das für eine Errungenschaft? Dieser zweite Band in der Reihe direkt... Achso, erstmal Privarium der Medizinbuch 2. Dieser zweite Band ist in der Reihe von der deckt Gasödem bis Kriegsneferitis alles ab. In einer präzisen und detaillierten Studie führt dieses Buch fortschrittliche Theorien auf. Die unglaubliche Komplexität dieses Werks beschränkt die Leserschaft auf medizinische Experten. Okay. Ich weiß gar nicht, darf ich denn jetzt hier diese Rekonstruktion machen, weil ich jetzt meine Entdeckungen ein bisschen hochgeschraubt habe und vielleicht jetzt hier Rekonstruktion finde, die ich gar nicht vorher habe. Warum habe ich hier einen Schrank zum Verstecken? Das ist ja ein bisschen spooky. Okay, also das hat hiermit zu tun. Mit diesem Raum. Und nicht mit ihr, ne? Okay, ich habe, glaube ich, alles gesehen, was ich in dem Raum sehen kann. What the fuck? Die weint ja rotes Blut aus ihren Augen. So. Was ist hier passiert? Ich sehe Tee. Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends even? Ja. Und er hatte mal Augen. Okay, alles klar. So.
Xander's accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Ja, das klingt, als wollte er das unbedingt haben und sie wollte es ihm nicht geben. Ah, hier ist es ja. He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Das ist ein komisches Bild. He didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. Wusste sie, dass sie irgendwelche komischen, den Schlupfer untersuchen, wusste sie, dass sie irgendwelche komischen Sachen malt, die andere Menschen in Gefahr bringen könnten? Und er hat sie so lange bearbeitet, bis sie ihm das Gemälde gegeben hat? Ich weiß es nicht. She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? Weil es ein hässliches Gemälde ist und sie wünschte, sie hätte ein schöneres bekommen von der? Ich weiß es doch nicht. Shambler. I need to see. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn sehen möchte. Wohnsitz des Sanders. Der Schlurfer ist ein Gemälde. Irene Sanders weiß gar nicht, was sie mehr hasst, Sarah Hawkins oder deren Arbeiten. Nach wie vor beschuldigt sie Hawkins, ihren Ehemann, um den Verstand gebracht zu haben. Vielleicht mit dem Bild halt, ne? Sollte es dann erklären. Unter Einfluss des Gemäldes stach er sich die Augen aus. Ich muss das Gemälde sehen. Der Schlüssel zur Galerie liegt wahrscheinlich im Büro. Die Sanders und die Sarah Hawkins standen sich nahe, ganz ohne Zweifel. Die Wifter hat mir nicht alles erzählt. Ihr Haus dagegen spricht Bände. Alles begann mit Francis Sanders' Besessenheit mit dem Schlurfer, einem auf mehr als eine Weise herausragenden Gemälde. Das sind die Sachen. Und das ist unsere Erinnerung von eben bei den Sanders. Stellt man die Informationen von Francis Sanders und dessen Ehefrau gegenüber, lassen sich die Ereignisse rekonstruieren, die zur Einweisung von Sanders führten. Alles deutet darauf hin, dass sich Sanders und Sarah Hawkins sehr nahe standen. Sie waren mindestens durch das Interesse des Sammlers an den Werken der Künstlerin verbunden. Wahrscheinlich gab es aber eine gewisse Freundschaft zwischen den beiden. Belegt wird das durch die wiederholte Weigerung von Sarah Hawkins, den Schlurfer zu verkaufen. Entgegen aller Erwartungen übergab sie das Gemälde dann doch als Geschenk. Die Gefühle, die Irene Sanders gegenüber Sarah Hawkins noch immer hegt, stammen offensichtlich daher, dass sie die Künstlerin verantwortlich macht. Kurz nachdem Sanders das Gemälde erhalten hatte, verfiel er dem Wahnsinn. Ja, und ich kann es sogar verstehen, dass sie das dann denkt. Ich würde aber sagen, es hat gerade gespeichert und ich bin sehr gespannt auf den Schlurfer. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Anreiz. Nicht, dass ich einen bräuchte, aber ein guter Anreiz, um das nächste Mal wieder Call of Cthulhu zu spielen oder wie wir es immer nennen wollen. Die hatten sie mir gesagt, Cthulhu. Die haben es irgendwie, es klang wie eine Beleidigung, zu spielen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute und ich weiß noch nicht genau, wann ich das nächste Mal dann streame, aber im Moment bin ich ja gerade mit Streamen ganz gut dabei und es kommt ja als Let's Play gerade so ein bisschen auch auf dem Kanal. Das bedeutet, wenn man irgendwas verpasst hat, kann man das die nächsten Tage irgendwann jetzt auch nachgucken. Genau. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier ein Päuschen und Irene Sanders muss sich noch ein bisschen gedulden, bis sie mich aus ihrem Haus wieder haben kann. Ach, das ist ein Schatten, das, ich dachte, das wird Blut. Bis sie mich aus ihrem Haus haben kann, ich werde nämlich hier übernachten. So. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder in einer neuen Folge oder einem neuen Stream oder einer neuen Aufnahme von Call of Cthulhu. Macht's gut, Leute, bis dahin dann. Tschüss.